Hallo, ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht's um Tita von Jan Kufelek, dem nehme ich mal an, dass man ihn so ausspricht, weil da ist ein Akzent über dem E, das heißt normalerweise, ne, dass das E länger ausgesprochen wird, also Kufelek. Aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Das letzte Buch vom Buchstabel aus dem Surkamp-Paket, das ich jetzt dazwischen geschoben habe, weil es etwas kürzer ist. Und ich außerdem Hoffnung hatte, dass es mir besser gefällt als die letzten Bücher, die ich gelesen habe, die ja eher so mittelmäßig bis sehr schlecht waren. Alle drei Surkamp-Bücher, die ich bei YouTube vorgestellt habe, hatten mich sehr überzeugt und deswegen, ja, die zwei vorher meine ich, hatten mich sehr überzeugt, deswegen bin ich mit gutem Gefühl an das Buch rangegangen. Und ja, in Tita geht's um Tita, die namensgebende Figur in diesem Buch. Ein junges Mädchen, dessen Mutter sehr schnell nach ihrer Geburt gestorben ist. Sie erinnert sich leider so gut wie gar nicht an ihre Mutter. Und das Elternhaus, in dem sie jetzt aufwächst, ein Haus namens Baba Yaga, das an einem See liegt, irgendwo in Frankreich, wo aber ihr Vater Wladimir und ihre Großmutter, die unterhalten sich so gut wie nie über Frankreich. Man merkt im Laufe des Buchs so gut wie gar nicht, dass man überhaupt in Frankreich ist, sondern es ist eher so eine russische, ukrainische Atmosphäre, in der sie da aufwächst. Sie lebt dort auch sehr eher abgeschieden, also die Großmutter zum Beispiel verlässt nie das Grundstück des Hauses. Sie möchte sich nicht da hinaus begeben in diese moderne Welt oder irgendwas in der Art. Und niemand redet so richtig über ihre Mutter. Die einzige, die ab und zu vielleicht mal ein Wort fallen lässt, ist ihre Schwester Xenia. Xenia ist so ein bisschen die, auf der alle rumhacken, also auf Tita hacken auch alle rum, ehrlich gesagt. Aber Xenia wird im Buch sehr negativ beschrieben. Sie soll wohl sehr hässlich sein und sehr dick. Niemand mag sie so richtig, außer Tita. Und auch die Mutter hat sie angeblich überhaupt nicht gewollt. Also hat auch ihr nie irgendwie Liebe entgegengebracht. Und die Großmutter redet auch immer sehr schlecht von Titas Schwester, wenn sie einmal am Tag in das Zimmer der Großmutter gehen muss, um ihr die Füße zu waschen und solche Sachen. Es wird sehr, sehr, sehr negativ über die Mutter von Tita und Xenia geredet. Entschuldigung, es gab immer zwei Namen. Die Großmutter heißt, wie hieß denn die Großmutter? Ich habe das dann irgendwann gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Beide fangen mit Z an und das hat mich irgendwie immer sehr, ich sehe es gerade nicht, Zinaide, glaube ich, hieß die, oder ich weiß nicht, wie man das überhaupt aussprechen soll, Zinaide hieß die Großmutter und ich habe sie immer ein bisschen durcheinander gebracht mit Xenia, der Schwester, weil das doch sehr identisch klang für mich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall muss sie einmal am Tag zu ihrer Großmutter, zu ihrer Babuschka ins Zimmer gehen. Die kriegt auch dann ihren Schmuck, sondern sie darf ihre Großmutter mit dem Schmuck ansehen, den sie geerbt hat oder irgendwas. Niemand in dem Haus scheint irgendwie zu arbeiten, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht so richtig, also der Vater geht nicht arbeiten, sondern geht einfach nur trinken, weil er nicht über den Verlust seiner Frau, also Titas und Xenias Mutter, hinwegkommt. Die Großmutter geht nicht arbeiten, weil die verlässt ja nie das Haus, also kann sie auch nicht arbeiten gehen. Und das war's quasi. Dann gibt's noch den Bruder Lev. Das ist der Bruder von Wladimir, also der jüngere Sohn von der Großmutter quasi. Der kommt jeden Tag zum Abendessen vorbei, ist aber auch kein sehr gern gesehener Gast. Also die Großmutter hackt die ganze Zeit auf ihm rum.
Man weiß nicht so richtig, warum er überhaupt jeden Abend dort auftaucht. Und wenn Wladimir abgehauen ist, spielt er auch mit der Großmutter dann Karten? Oder Schach? Also eins von beiden, ich bin mir nicht sicher. Nee, Schach, ich glaube, Schach war es. Also, Tita wächst in einer sehr toxischen Umgebung auf. Ihr wird. Also, entweder es wird keine ihrer Fragen zu ihrer Mutter beantwortet, oder ihre Mutter wird nur als Zigeunerschlampe betitelt. Also, alle scheinen froh zu sein, dass die Mutter tot ist. Außer natürlich Tita selbst. Auch Xenia hat ihre negative Erinnerungen an die Mutter. Sie sagt die ganze Zeit, die Mutter wurde im Wald von Wölfen zerfleischt. Man weiß nicht so richtig, was damit eigentlich gemeint ist. Es ist natürlich, taucht erst im Laufe des Buchs so ein bisschen die Geschichte auf, was eigentlich passiert ist. Und ja, zu Titas 13. Geburtstag dann bekommt sie einen Brief ihrer Mutter und ihr altes Tarotkartenspiel zugeschickt, was dann ihr Leben sehr stark verändert. Tita ist sehr, sehr hübsch, was in dem Buch zugleich Segen und Fluch bedeutet. Sie sieht ihre Mutter zum Verwechseln ähnlich, was die meisten Menschen gerade in ihrem Elternhaus sehr irritiert und sehr schockiert immer wieder diese gravierende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, die wohl auch eine wunderschöne Frau gewesen sein soll, die Männern ihren Verstand geraubt hat. Und ja, der Brief verändert dann ihr ganzes Leben. Angeblich ist ihre Mutter nämlich bei ihrer Geburt gestorben. Sie erfährt dann aber, dass es etwas später gewesen sein muss. Und die Mutter schreibt in dem Brief auch, dass sie glaubt, Wladimir wird sie eines Tages töten. Woraufhin Tita dann versucht, natürlich erst recht rauszufinden, was mit ihrer Mutter eigentlich passiert ist. Und auch versucht, sich selbst zu finden, irgendwie. Man ist sich in dem ganzen Buch nicht sicher, wer der handelnde Person eigentlich am wahnsinnigsten ist. Also, die haben alle irgendwie eine kleine Klatsche weg. Aber ich muss sagen, ich fand das Buch sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr stark, ehrlich gesagt. Ich fand Tita als Charakter sehr interessant, sehr, sehr spannend gezeichnet. Und wir erleben ihr Leben so über einen gewissen Zeitraum hinweg. Also das Buch spielt über mehrere Jahre, wobei da jetzt nicht so genau festgelegt wird, wie alt sie dann am Ende des Buchs eigentlich ist. Weil da vergehen zwischendurch immer mal entweder Monate oder Jahre und da weiß man manchmal nicht so richtig, wie alt ist er eigentlich gerade, bis es dann eingestreut wird in die Handlung, bis es dann so kurz erwähnt wird. Es war ein sehr verwirrendes Buch. Es war ein sehr zeitloses Buch. Also ich habe im Laufe des Buchs so gut wie gar nicht gemerkt, in welcher Zeit es eigentlich spielen soll. Ich habe dann irgendwann bei der Hälfte des Buchs mal nachgeguckt, wann das Buch rauskam. Und ich vermute, dass es in diesem Zeitraum spielen soll, aber es ist wahnsinnig zeitlos, vor allem durch diese Abgegrenztheit dieses Elternhauses. Und auch später, als Tita dann woanders hingeht, merkt man nicht so richtig, in welcher Zeit das Buch eigentlich spielen soll, was es dann noch ein bisschen interessanter gemacht hat. Und also mir hat's richtig gut gefallen. Muss ich sagen, es gab eins, was mich gestört hatte, was ich jetzt aber nicht näher erläutern kann. Also es ist ja ein Buch über so viele Geheimnisse und eins dieser Geheimnisse wird relativ am Anfang halb gelüftet. Also wenn man aufpasst, dann weiß man schon quasi, was so ein bisschen am Ende des Buchs passieren wird, was sie dann rausfinden wird. Das steht relativ schnell fest und ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen subtiler halten können, damit man das eben nicht gleich weiß, sondern dann mehr eine Überraschung ist. So war es dann halt keine Überraschung für mich, aber ich fand das Buch trotzdem sehr gut, muss ich sagen. Ich fand es durchgehend spannend, auch wenn ich nicht alles verstanden habe und ich nicht alles nachvollziehen konnte, was Tita gemacht hat. Teilweise die Handlung war sehr verwirrend und was wollte ich sagen?
das Ausmaß an häuslicher Gewalt und allgemein an Gewalt in diesem Buch, was entweder angedroht oder durchgeführt wird, ist sehr, sehr hoch. Also es gibt viele Momente in dem Buch, wo man echt sauer ist auf sehr, sehr viele Personen, die hier mitspielen, wo man sich denkt, lass sie doch einfach in Ruhe, was aber irgendwie nicht passiert. So, also ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir es so gut gefallen wird. Das Cover passt einigermaßen in die Handlung. Es zeigt nämlich an das Elternhaus, also Baba Yaga quasi. Auch wenn man da jetzt keinen See sieht, aber ich denke mal, das soll das Herrenhaus sein. Ich bin mir nicht sicher. Und es ist, wie gesagt, aus dem Verlag Surkamp, mein letztes Surkamp-Buch von diesem Buchstabel. Ich muss noch ein paar auf den neuen Buchstabel backen. Das Buch kam erstmals 1988 raus. Meine Ausgabe ist aber von 2000 quasi. Und es hat insgesamt 200 Seiten, glaube ich. War es nicht genau 200? Nee, es waren 204,5 Seiten. Also es ist auch relativ kurz. Und ich habe es an wenigen Tagen durchgelesen. Die letzten 70 Seiten habe ich heute gelesen. Also jetzt ist es kurz vor um 1 quasi. Es hat früher mal 14 D-Mark 80 gekostet. Und ja, ich fand es spannungsvoll erzählt, steht auch hier hinten drauf. Sonderbare Lebensgeschichte. Schön und geheimnisvoll. Mythen, Leitmotive, brenzliche Situationen, unerhörte Ereignisse. Also alles, was hier hinten drauf steht, war quasi auch in dem Buch drin. Ich fand es sehr stark. Also mir hat es gut gefallen. Und ja, damit haben mir alle drei Bücher aus dem Surkamp-Paket bisher gefallen. Ich bin sehr gespannt, ob das auf dem nächsten Buchstabel dann auch so sein wird. Und ja, ich bin begeistert. So, ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Es war gut. War richtig gut. Hab nichts weiter dran auszusetzen. So, sehr, sehr spannend, sehr mystisch, sehr... war einfach cool. Also ich fand's cool. Gut, dann würde ich sagen... Das war's jetzt von meiner Seite und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.